Essen, hier euer Abio. Wie letzte Woche angekündigt, dieses Wochenende das Abangeln. Heißt heute Freitag bis Mitternacht angeln. Morgen gesperrt und am Sonntag geht's dann los von 5 bis 11 Uhr. Ja, heute wieder mal Boilie-Route. Die haben wir schon vorbereitet. Von Aris Airbaits, die Roasted Salmon und ein Peaches and Cream Pop-Up von Mainline. Köfis Weichhaken. Projekt Zander läuft natürlich weiter. Ja, da werde ich natürlich auch mit der Spinnfischrute wieder ein bisschen aktiv werden. Natürlich Dropshotten auf Gummifisch, Würmer habe ich auch dabei. Und ein bisschen was Neues, für mich Neues, werde ich auch ein bisschen testen. Und zwar ein bisschen Texas und Carolina Rig. Damit habe ich noch nicht geangelt. Werde ich da mein Glück mal ein bisschen versuchen. Ja, das ist der Plan. Wettertechnisch wird es wahrscheinlich ziemlich chaotisch. Heute soll es zumindest nicht regnen. Sehr bedeckt aber. Abends wird es kühl. Morgen gehe ich von ziemlich viel Regen aus, aber gut, da dürfen wir eh nicht angeln. Da müssen wir uns dann irgendwie anderweitig beschäftigen. Und Sonntag müssen wir uns auch überraschen lassen, ob es da noch ein bisschen regnet oder dann besser wird. Werden wir sehen, werden wir sehen. Und wenn ihr Bock habt, bleibt damit dabei.
Erfolglose, fischlose Nacht. Könnte daran gelegen haben, dass keine Ruten im Wasser waren. Ist ja ab Mitternacht verboten gewesen. Ja, deswegen werden wir den Tag heute nutzen, oder zumindest ich. Wieder mal ein paar Vorfächer binden, Stahlvorfächer. Ein bisschen klar Schiff mit dem ganzen Angelgeraffel machen. Ja, einfach ein bisschen gemütlich draußen am Wasser verbringen, ohne Angeln. Und morgen früh geht's dann weiter. Da sehen wir uns dann auch wieder. Bis dahin! Kurz vor 5, ungefähr 5 Minuten noch, wie Start, einmal Boilie-Route, wie am Freitag auch, mit den Roasted Salmon und Peaches and Cream Pop-Up, hat den Graser gebracht, also warum nicht nochmal ausprobieren. Und als zweite Route bereite ich jetzt noch schnell eine Köfi-Route vor und ja, vielleicht wenn es dann langsam hell wird, vielleicht schießt sogar ein Hecht drauf, weil Zander mache ich mir keine Hoffnung. So werde ich erstmal starten und ich denke, nach einer Zeit oder so später werde ich dann auf jeden Fall mal wegen das Texas Rig noch ein bisschen ausprobieren und ein bisschen Dropshot. Einfach aus Spaß, ob das jetzt einen Fisch bringt oder nicht. Vor allem im Großen bezweifle ich. Aber ist egal, ich habe Bock auf Spinnfischen dann. Ja, und dann jetzt erstmal wirklich wach werden, Ruten gleich raus. Schön, dass es jetzt aufgehört hat zu regnen. Das hat es gestern eigentlich den ganzen Tag mit kurzen Unterbrechungen. Ich hoffe, es hält sich. Ja, also dann drückt mal die Daumen, wenn es losgeht mit dem Angeln. Zapfenstreich. Wieder mal blank gewesen, aber immerhin am Freitag der Graser und der Karpfen. Das freut natürlich, dass doch ein bisschen was ging. Ja, wir gehen jetzt zum Wiegen. Wir haben zwar nichts zum Abgeben, aber das macht ja nichts. Mal schauen, ob von den anderen was Schönes dabei ist. Und ich denke, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, euer Abio.